Hallihallo, liebe YouTuber. Herzlich willkommen im neuen Video. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich überhaupt ein Video mache, aber ich habe die Tage einen Kranz aus Steineiche gepostet. Und dann hat eine ganz liebe YouTube-Abonnentin gesagt, kannst du nicht ein Video machen mit dem Kranz? Und ich muss doch ein bisschen was dazu sagen, wie das hier so kommt. Wir machen Corona-gerechten Urlaub, ganz einsam in südlichen Gefilden. Das ist total schön hier. Und diese Pflanzen, die man sonst und in Mini bekommt man die im Großmarkt. Und die gibt es hier also ganz üppig, diese schönen wasserspeichernden, dicken Pflanzen. Und die auch so schön hier ganz wenig Wasser brauchen. Und eine meiner Lieblinge hier sind hier diese kleinen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich finde sie einfach nur schön, weil zu Hause in Deutschland gibt es sie natürlich nicht. Aber hier gibt es sie ganz, ganz viel in diesen schönen Töpfen. Und weil ich ja als Floristin auch nicht in Urlaub gehen kann ohne Blumen, habe ich mal wieder meine Blumenkoffer gepackt. Ich habe mir ganz tolle pinkfarbene Nelken geholt und habe die genommen, habe die so richtig fest in Packpapier eingerollt und es ist keine einzige abgebrochen. Habe die hier frisch angeschnitten und habe sie hier mit dieser schönen Pistazie und Olive und hier gibt es ja ganz tolles Grün. Es ist einfach sehr mediterran. Habe die hier ins Wasser gestellt und das ist jetzt die, das sind die Blumen, die bei mir im Badezimmer sind. Und noch viel schöner und üppiger sind natürlich die Blumen für den Esstisch. Und Nelken halten wahnsinnig lange. Die sind so dankbar. Ich sage immer, selbst bei Frost, die frieren ein und tauen wieder mit auf. Und es gibt so viele, die sagen, sie mögen keine Nelken. Ich mochte sie früher auch nicht, aber mittlerweile liebe ich Nelken. Und hier habe ich sie mit dieser schönen Pistazie und mit Oliven ganz locker einfach nur in diesem Gefäß arrangiert. Nicht gebunden und so ganz lässig dieses Grün raus, rauslaufen lassen. Und dieser Farbklecks, der erfreut wirklich bei jedem Essen Tag für Tag die Seele. Aber komme ich zum eigentlichen Thema vom Video. Das wunderschöne mediterrane Häuschen hier ist umgeben von Steineichen. Und Steineichen, das ist ein wunderschönes Grün. Sieht so ein bisschen unscheinbar aus, wenn man jetzt nur die Steineiche so sieht. Aber ich kam nicht umhin, einen Kranz damit zu machen. Und die Steineiche hat auch diese tollen Früchte. Hier sieht man zum Beispiel diese wunderschönen Früchte und diese puscheligen Blätter und Steineiche. Und was ich dann natürlich auch noch ganz toll fand, ja, hier sieht man jetzt auch noch mal so schön diese Frucht von der Steineiche. Und was ich natürlich wunderschön fand, ist diese Steineiche in einem Kranz mit Oliven zu mischen und dann einen ganz tollen mediterranen Kranz zu machen. Und ich bin ja Floristin, mein Mann erklärt mich immer für verrückt, aber in meinem Koffer sind dann auch Strohrömer und da ist natürlich dann auch Wickeldraht. Ja, ich habe alles dabei, ich habe meine Gartenschere dabei, meine Drahtschere. Dann habe ich auch, da kann ich noch was Schönes machen, es lohnt sich also bis zum Ende des Videos zu gucken, einen 2 mm Aludraht. Und ich kann immer nur darauf verweisen, bei Floristik24 gibt es also ganz, ganz tolle floristische Materialien. Und was ich jetzt natürlich vorhabe, ich mache einen Oliven-Steineiche-Kranz, den wickle ich auf den Strohrömer. Aber bevor ich wickeln kann, sind diese Stücke natürlich viel zu lang. Und ich schneide sie, ich zeige das mal hier so, in so kleine Stückchen. Ja, die sind, also wenn man es jetzt an meiner Hand vergleicht, ja, die sind also etwa, maximal 10 cm lang. Und das ist jetzt erstmal Fleißarbeit, diese ganze Steineiche in die passenden Stückchen zu schneiden. Und erst dann kann ich natürlich auch anfangen. Sowas ist dann zu wenig, das ist so ein bisschen gestrüppt. Das schmeißen wir dann weg. Und diese passenden Stückchen schneiden, also das ist die Fleißarbeit vorab. Aber dann kann man auch schön durchwickeln. Es macht aber auch nichts, wenn man mal unterbricht und wieder mal nachschneiden muss. Das ist auch kein Problem. Man braucht beim Kranzwickeln ziemlich viel Material. Und oft wird unterschätzt, wenn jemand girlanden will, wird total unterschätzt, wie viel Material eigentlich da drin ist. Man sieht hier schon, ich baue mir jetzt schon ein schönes Häufchen mit meiner Steineiche. Habe auch die
die buschigsten und schönsten Stücke habe ich mir ausgesucht, um eben eine Fülle zu erreichen, weil wenn die Spitzen so dünn sind, dann musst du natürlich viel mehr Stücke anlegen, wie wenn die so schön buschig und dick sind. Und das eignet sich wunderbar dazu. Und in dieser traumhaften Umgebung wickelt sich es natürlich umso besser. Aber ihr könnt glauben, dass ich nachher natürlich weiter hinten anwesend sein werde und mich auch für die Arbeit hier belohne. Das sind zum Beispiel so richtige Sahnestückchen zum Wickeln. Ja, die sind so richtig ganz buschig, schön verzweigt. Da wird man auch schnell fertig mit so einem Kranz. Je dünner die Stücke sind, desto länger dauert das. Aber das ist wunderschön. Und alles, was so ein bisschen verastet ist, ein bisschen dicker, das schneide ich auch weg. So. Ich glaube, so langsam haben wir auch genügend Material, damit wir anfangen können, den Kranz zu wickeln. Es empfiehlt sich immer, einen Strohrömer zu nehmen, weil dann hat man natürlich eine feste Basis. So, die Olivenstückchen, die mache ich jetzt, die lege ich mir extra, weil die möchte ich sehr schön, sehr dekorativ und vor allem möglichst die Früchte hätte ich gern, dass man die schön sieht. Ja genau, man sieht die Fallen auch gern ab. Das erste ist schon abgefallen und das möchte ich natürlich vermeiden, weil ich hätte die sehr, sehr gerne in meinem Kranz. Ja, das ist natürlich ganz toll. Das sind wirklich die Oliven, die dann auch geerntet werden von den Bauern. Und die wir auch zu Hause in Deutschland, gibt es auch Oliven, die wir auch im Großmarkt, also grün, Olivengrün mit Olivenfrüchten, die es auch zu kaufen gibt. Aber ich kann leider nie Oliven mit Olivenfrüchten bestellen, weil die Kunden meinen immer, es gibt immer alles. Entweder da sind Oliven dran oder da sind keine dran. Und das ist jetzt natürlich wunderschön. Das ist der Traum. Also es ist dann wirklich eine Tagesform. Das ist eh so ein kleiner Kampf in der Floristik, den wir fechten. Leute, die sich nicht damit beschäftigen, die meinen immer, es gibt immer alles. Und es gibt leider nicht immer alles. Und insbesondere in Corona-Zeiten kämpfen wir auch mit sehr starken Lieferengpässen. Und im Moment sind auch die Preise sehr hoch gegangen, wo man sich eigentlich wundert. Aber es gibt leider auch viele Gärtner, die durch Corona ihre Ware nicht absetzen konnten und die dadurch auch Konkurs gegangen sind. Und das ist leider ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, weil da ganz viele Existenzen auf dem Spiel stehen. Und es ist sehr, sehr schade, weil das ist eh schon ein harter Job. Und wenn man dann damit pleite geht, ist das natürlich umso ärgerlicher. So, ich fange an. Indem ich den Draht, am einfachsten ist, ich schlinge den Draht einmal um den Strohrömer und verdrehe ihn, ne, so dass er einmal fixiert ist. Und das ist einfacher, wenn man das noch nie gemacht hat, weil dann hat man den Draht zumindest schon mal als Fixpunkt. Ich lege die Steineiche bzw. dann auch Oliven, lege die auf dem Strohrömer an. Also anlegen heißt, ich versuche jetzt einfach mit dem Daumen eine Runde anzulegen von der Steineiche und halte das fest. So, jetzt habe ich schon einen schönen buschigen Anfang und wickle fest. Ja, man merkt auch so richtig, man muss einmal festziehen. Das ist immer sehr gut. Dazwischen, ich möchte gerne, dass die Olive hier schön rausguckt. Dazwischen lege ich auch mal ein bisschen Olive und dann lege ich, hier ist natürlich eine Steineiche, die hätte ich auch gern, dass man die Früchte sieht. Ja, also die Steineiche-Früchte sind natürlich toll. Ich versuche die Steineiche ein bisschen unten hin zu legen, an den Randbereich, sodass die schön unterstützt, damit ich die schönsten Früchte und das schönste Grün mit der Olive
dass es weiter oben ist, damit ich das immer alles schön festhalten kann, muss ich immer dazwischen mal wickeln und dann gehe ich ja mit meinem Finger wieder, also ziehen, richtig fest ziehen, also braucht man so ein bisschen Muckis und dann legt man wieder weiter an, nimmt diese schönen zurechtgeschnittenen Stückchen und da, wo man es am schönsten sieht, lege ich wieder die Olive rein oder ich hätte auch gerne eine Steineiche mit Früchten. Wo sind sie denn? Man muss die ein bisschen suchen. Ah, hier habe ich eine ganz tolle. Ich mache tatsächlich zum Wickeln doch auch ab und zu so ein bisschen Blätter am Stiel ab. So, und jetzt habe ich auch eine Steineiche, die wunderschön zwischen den Oliven rausguckt. So, ziehe wieder schön fest. Und das geht dann also, ja, das ist ein kleines Geduldsspiel. Man muss natürlich auch mal schauen, dass außenrum genügend grün ist, außen, innen. Also man muss es sehr, sehr regelmäßig anlegen und man muss auch gute Stückchen schneiden, weil hier zum Beispiel habe ich Quatsch geschnitten. Da ist jetzt die eine Seite deutlich länger als die andere. Da gehe ich her, schneide einfach nochmal in eine Verzweigung durch, um zwei gleich lange Stücke zu ergattern. Also man kann dann so ein bisschen nachvollziehen, was es auch für eine Arbeit ist an Weihnachten, dass die Kranzbinderinnen in den Kranzbindereien, was die für eine Arbeit haben. Aber wie schön ist es, dieses Wechselspiel aus breiteren Steineicheblättern und schmäleren Olivenblättern, dieses Wechselspiel in dem Kranz zu binden. Es ist ein Spektakel der Natur. Hier habe ich auch wunderschöne Olive. Und ich weiß, da sind zwar die längeren Stücke ein bisschen zu lang, aber ich weiß mir ja zu helfen und gehe einfach her und schneide dann die überstehenden Stücke, schneide ich dann einfach ab. So, ein Viertel haben wir etwa schon gewickelt. Das ist sehr schön. Und eigentlich, also wenn man nicht so viel redet wie ich und nicht so viel zeigt, kann man so einen Kranz eigentlich auch relativ locker in 10 Minuten wickeln. Man kann dann schon einige auch wickeln. Aber ich erkläre natürlich auch viel dazu und ich möchte euch auch zeigen, wie schön man diesen Kranz gestalten kann. Und suche mir auch hier immer wieder die, der steht mir zum Beispiel ein bisschen zu weit über. Ja, wenn man sowas hat, dass man die Stücke für zu dick hält, dann schneidet man einfach wieder mal was raus. Und kann dann wieder schön weiterarbeiten. So, hier habe ich auch wieder einen Traum mit den Olivenfrüchten. Aber ja, wie man auch sieht hier, die haben natürlich auch ihren eigenen Kopf. Und dann muss ich leider Gottes auch wieder eine Olive opfern. Wenn du einen Heißkleber hast, was ich jetzt hier nicht habe, kannst du auch die Oliven nehmen und einfach mit Heißkleber wieder mit auch dazu reinkleben. Dann kann man die natürlich integrieren und wunderschön positionieren. Das ist dann natürlich auch klasse. Aber alles hat nicht in meinen Koffer gepasst. Ich bin eh schon verrückt genug, die Sachen so mitzunehmen. Aber bei so schönen Materialien kann ich den Versuchungen kaum widerstehen. Das wäre wirklich schade, diese Gelegenheiten entgehen zu lassen. Und wie gesagt, ich habe den einen Steineichekranz gestern für eine Einladung verschenkt. Und dann habe ich den Fehler gemacht, den zu posten. Und schon kam die Bitte mit der Anleitung, wie man das macht. Ich bin auch gefragt worden, ob das gesteckt oder gewickelt ist. Also stecken, theoretisch könnte man auch stecken, aber dann bekommt man nie diese schöne buschige Anmutung, weil so buschig und so dick kann man natürlich nur aufeinander wickeln, weil so viel Platz gibt es gar nicht in der Steckmasse, wenn man das stecken würde. Und deswegen würde ich so einen Kranz auf jeden Fall wickeln. Und ich denke auch, dass der sehr lang hält. Alternativ könnte man den sogar wachsen, also einfach mit Kerzenwachs überziehen und dann
dann hält er noch besser. Oder es gibt auch sogenannten Verdunstungsschutz, ja, Verdunstungsschutzspray. Das kann ich nochmal in den Links posten oder in der Beschreibung. Und dann, das hilft auch, dass so ein Kranz ja, besser hält und nicht so schnell kaputt geht. Weil letztendlich ist es natürlich, was den trocken macht, ist ja die Verdunstung, dass, das, ja, dass die Feuchtigkeit rausgeht aus dem Kranz. Und das Verdunstungsschutzspray nehmen wir auch manchmal, wenn wir Blumen, ja, empfindliche Blumenarbeiten machen und wir wollen nicht, dass die in der Hitze so schnell schlapp werden. Da kann man auch Verdunstungsschutz nehmen. Also wenn du so einen Kranz selber wickelst, musst du merken, das ist alles Natur und die Stücke sind leider nicht immer so, wie man die gern hätte. Also man muss die sich schon so schön zusammensuchen und arrangieren, weil die sind natürlich auch, die haben auch alle ihre eigene Natur, wie die Menschen auch. Das ist da nichts anderes. So, immer schön fest anziehen. Den Draht ist auch total wichtig, weil der Kranz wird ja auch ein bisschen trockener und es wird dann auch etwas lockerer, das Ganze. Und wenn der nicht so fest gewickelt ist, dann fallen einem schlicht und ergreifend die Stiele raus. Das habe ich auch bei manchen anderen Arbeiten schon erlebt. Oder wenn man Stroh trocknet und bündelt, dann, wenn man das auch nicht mit einem Gummi macht oder nicht richtig fest bündelt, dann fallen einem da auch die Halme raus. Oder bei Gras, das dann zu Heu wird, da fällt es auch auseinander. Und da merkt man, was das für einen Unterschied macht im Volumen, ob die Feuchtigkeit drin ist oder eben nicht. Und auch bei dem Kranz ist das auch maßgeblich natürlich. Das heißt also, richtig fest ziehen ist das Motto der Stunde. Und ich zeige das nachher auch gleich von unten. Hier sieht man da auch mal den Abstand an Drähten. Also hier sieht man, dass ich jedes Mal schon 2 bis 3 Zentimeter weiter gegangen bin. Und es ist jedes Mal eine Umdrehung und das ist auch hier richtig, das sitzt knackestramm am Strohrömer, der Draht. Und es ist natürlich auch so eine Einteilungssache, wie viel, wann man die Olive dazulegt. Ich habe nicht so viel Olive, ich habe mehr Steineiche. Aber ganz bewusst, weil die Olive füllt nicht so gut mit ihren schmalen Blättchen. Ja, und deswegen habe ich natürlich mehr Steineiche genommen, weil die Steineiche mit diesen buscheligen Enden, die füllt viel besser. Und damit schaffe ich es auch mal, den Kranz voll zu bekommen. Mit der Olive wäre das nochmal einiges mehr Arbeit. Und Olivenblätter, aber Olive trocknet auch sehr, sehr schön ein. Ja, wir haben auch Olivenkränze schon im Laden gemacht. Die Olivenblätter, die ringeln sich so ein, aber eigentlich trocknen die ganz toll ein und das ist auch eine Arbeit, die sehr, sehr gut hält und die man auch ganz lange behalten kann, sehr dekorativ ist. Ich würde es jetzt nicht gerade an die Haustür hängen, die ja jeden Tag auf und zuschlägt. Das ist, glaube ich, dann nicht so zu empfehlen. Aber es ist ja wie bei so Kränzen allgemein, die ja auch mal irgendwann rieseln. Die beste Art und Weise, so einen Kranz aufzubewahren und den auch transportieren zu können, also transportieren, nenne ich jetzt in der Wohnung hin und her tragen, ist, wenn man eine große, dekorative Schale hat und man legt diesen Kranz in eine Schale und trägt einfach die Schale hin und her. Und nimmt den Kranz natürlich nicht an seinen Blättern, weil jedes Mal, wenn der trockener wird, wenn man den an den Blättern nimmt, dann rieseln natürlich die Blätter. Und das ist ärgerlich. Und insofern ist es schon besser, man macht den in eine Schale. Und genau das gleiche Prinzip ist auch mit dem Adventskranz an Weihnachten. Also ich muss doch immer ein paar Blätter abmachen, aber hier ist schon wieder so ein traumhaftes Stückchen. Toll, ich liebe es. Dasselbe Prinzip ist mit einem gewickelten Adventskranz an Weihnachten. Der
ja, nadelt auch viel weniger ab, wenn du den auf einen großen Teller legst oder auf ein schönes Tablett. Und du trägst den auf dem Tablett hin und her und fasst den nicht immer an den Nadeln an. Also da ist es genau das Gleiche, weil manche sagen, oh, er hält ja nicht so. Ja, natürlich. Und dazu muss man auch sagen, dass durch die Trockenheit in der Natur und durch unseren Wassermangel, den wir jetzt, den wir oft haben in den Sommern, der trägt natürlich auch dazu bei, dass die Pflanzen zu wenig Wasser speichern können und dass auch die, ja, das Nadelgrün im Advent, das ist leider auch zum Teil schneller abnadelt. Ja. Das ist sehr, sehr schade, aber das ist leider halt auch mit ein Faktor, an dem wir alle nicht vorbeikommen. Und dass sich so auswirkt, dass es eben sehr schwierig ist, haltbares, nadliges Grün im Advent zu bekommen. Ich meine, klar, Advent, wir sind jetzt im Herbst, aber Advent ist auch bald wieder ein Thema. Ich werde auch schon gefragt nach Advent, aber kommen wir jetzt mal zurück zum Kranz. Man sieht, es wird jetzt langsam eng hier, weil ich komme jetzt so langsam an die Stelle, wo ich angefangen habe zu wickeln. Was ich jetzt mache ist, ich schiebe quasi die Stücke unter die Stücke, wo ich angefangen hatte. Ja, ich schiebe die einfach so ein bisschen drunter. Das ist jetzt so ein kleines Geduldsspielchen, da muss man sich jetzt so ein bisschen reinarbeiten und muss auch versuchen, dann den Draht, mit dem man das wickelt, den da auch durchzuschmuggeln. Ja, weil ich möchte natürlich jetzt hier am Schluss, ich möchte ja nicht sehen, die Stelle des, ja, von Anfang/Ende, die will ich ja gar nicht sehen. Und deswegen muss ich die jetzt auch gut zuwickeln und gut zubauen. Suche mir schöne buschige Stückchen. Und man sieht, dieser große Berg, den ich hier auf dem Tisch hatte, der ist also ruckzuck verschwunden. Und der ist jetzt auch schön in meinem Kranz. Noch so ein Hinweis. Ich bin immer mit dem Draht oben drüber. Und da schmuggle ich mich jetzt durch. Und habe dann quasi unten hier schön Platz zum Ziehen. Ich kann jetzt noch mal ein paar Stückchen reinmachen. Also ich glaube, man würde es schon so nicht mehr sehen, aber es ist natürlich mein Ehrgeiz, es immer am allerschönsten zu machen, vor allem im Video. Muss es immer die super Arbeit sein, weil ich möchte natürlich euch das Schönste zeigen überhaupt. So, und jetzt habe ich auch noch schön ein Stückchen mit einer Steineiche. Und so wichtig ist immer, sich zu merken, wo der Daumen ist. Wo der Daumen ist und dann am Daumen schön vorsichtig sich nochmal mit dem Draht hier hindurch zu arbeiten. So, und jetzt mache ich zuerst den Abschluss. Der Abschluss ist wie so oft bei den Kränzen, also nochmal ordentlich ziehen. Ja, dann man merkt, das knarzt nochmal. Das heißt, da kommt jetzt nochmal ein bisschen, kommt es nochmal entgegen. Ich mache eine Schlaufe, gehe mit dem Draht nochmal durch das Grün durch. So, wurschtel. So, habe jetzt also damit zwei Enden und kann, wenn ich das Grün hier ordentlich weggemacht habe, so, ziehe ordentlich und verdrehe den Draht. Und damit habe ich jetzt also hier mein Verschluss von diesen. So, kann das mit meiner Drahtschere abschneiden, nicht die Gartenschere nehmen und so, genau, sieht noch jemand den Anfang? Nein, oder? So, ja, das ist jetzt also mein Steineiche-Olivenkranz und man sieht auch, wie schön das ist hier, diese Steineiche-Olive, diese schönen Früchte alle nebeneinander zu sehen. Wenn du jetzt der Meinung bist, dass irgendwas zu sehr raussteht. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel noch mal ein bisschen was schon abschneiden. Aber ich glaube, man darf selber nicht zu kritisch sein. Wahrscheinlich ist das Auge des Betrachters viel kritischer als das von anderen. Ich glaube, es sieht jetzt kein Mensch mehr, wo der Kranz zugemacht wurde.
Theoretisch kannst du auch selber mit aus Draht noch einen Haken bauen für diesen Kranz. Und was auch wunderschön ist, ist in diesem Kranz ein Glas mit einer Kerze. Ich stelle das jetzt einfach mal nach mit meinen Blumen. Ja, hier ein Glas mit einer Kerze reinstellen. Würde ich immer im Glas machen, weil, so, da muss jetzt natürlich das andere weg. Würde ich immer im Glas machen, die Kerze reinstellen, weil das wirkt dann natürlich wunderschön. Ich habe das gestern Abend auch gesehen, da war eine weiße Kerze drin im Glas. Ist total schön. Auch in grün, also da würde ich irgendeinen Naturton wählen. Und das ist also ein ganz toller Kranz für Tisch, für Türe. Ich würde ihn auf den Tisch legen, aber es bleibt jedem selbst überlassen. Dann hatte ich noch so eine schöne Idee. Das ist ein 2 mm Aludraht. Und da kann man sich also noch einen Serviettenring selber bauen damit. Und ich würde den Aludraht doppelt nehmen. Nehme wieder meine Drahtschere und schneide das Ganze ab. Und wie gesagt, also Floristik24 bekommst du ganz tolle Materialien. Und jetzt bin ich froh, dass ich noch meinen Haufen habe mit diesen kleinen Schnipselchen, weil jetzt brauche ich noch mal wirklich kleine Stückchen. Ja? Und die muss ich mir noch mal kurz schneiden. Und dann möchte ich gern noch den Serviettenring wickeln. Und dann kann man ganz toll, dadurch, dass das mit Aludraht ist, so, haben wir jetzt also die kleinen Stückchen. Und die Olive ist auch ein tolles Pendant zu einem leckeren Essen, das mit Olivenöl oder auch Oliven als Vorspeise gemacht ist. Und dazu sollten natürlich auch nochmal Früchte an diesem Serviettenring sein. Habe ich hier gefunden. Das ist super. Hier ist auch noch eine Olive. So, ach toll, wie man so aus diesem vermeintlichen Restehäuflein doch noch schöne Sachen rausbekommt. Das ist herrlich. Also wir behalten auch immer beim Arbeiten ganz viele dieser Fitzel auf dem Tisch, weil da kann man noch Gesteckchen damit machen, da kann man was wickeln. Oft ist es leider ein Zeitproblem, aber wenn man Zeit hat, es ist so toll, was man aus diesem vermeintlichen Kleinkram noch machen kann. Das ist herrlich. So. Und da lege ich jetzt meine kleinen Stückchen an. Wieder her mit meinem Wickeldraht. Wie gehabt, genau das gleiche. Wickel mit dem Wickeldraht. Habe jetzt nicht den Strohrömer, sondern eben diesen Aludraht, auf dem ich nur wickel. Und mache auch am Anfang, verdrehe ich den Draht, so dass ich eine Drahtstelle habe. So, und darauf kann ich jetzt sehr schön meine kleinen Stückchen wickeln. Moment, jetzt hätte ich auch gar meine Frucht dazu natürlich, von der ich gerade sprach. Ach, das sind so die kleinen Details, die machen es einfach so schön. Und es geht doch nichts über eine gedeckte Tafel. Das ist doch die Basis jeder schönen Zusammenkunft, weil ich habe nicht nur viel Sinn für Grünes im Blumengeschäft, ich habe auch sehr viel Sinn für Grünes in der Küche und ich koche leidenschaftlich gerne und habe ja auch schon mal zumindest einen Kuchen gebacken und eine Guacamole gemacht im Video. Das konnte ich mir irgendwie zu dem mexikanischen Gesteck damals, konnte ich mir das nicht verkneifen. Ich blende nochmal den Videolink ein. Da hatte ich ein Gesteck in der Ananas gemacht. Und ach, das ist so schön, wenn man so abwechslungsreiche, tolle Sachen machen kann. Und aus allem, ja, aus vielen Dingen, aus denen man eigentlich immer denkt, ach, das ist doch nichts Besonderes, wo dann sowas Tolles entstehen kann. Ja, also ich sag mal einfach aus wenig was Tolles, Gestalterisches machen. Das ist, das fasziniert mich sehr und das macht auch diesen Beruf so schön. Das Gestalten aus Natur. Und ich glaube, die meisten sehen diesen Haufen Steineiche auch nicht an, dass daraus dann so ein wunderbarer Kranz erwachsen kann. Genauso wie die Idee zu meinem Serviettenring, wo gleich der Clou noch kommt. Die wächst, die ist auch so in meinem
Während des Arbeitens hatte ich da ja gerade noch eine Idee dazu, aber die kommt jetzt gleich, wenn ich fertig bin. So, jetzt hätte ich doch gar noch ein Früchtchen. Ah, hier haben wir noch eine. Sehr schön. Die nehme ich. Die ist super. So, jetzt haben wir nämlich noch eine Steineichenfrucht. Ja, also auch hier bei dem Serviettenring vom Drahten her, ich nehme wieder den Draht, ich kann den jetzt natürlich nicht so verschließen, ich nehme den Finger, gehe mit dem Draht in die Richtung, aus der ich kam und habe dann, dadurch, dass ich einmal drumherum gehe, habe dadurch jetzt zwei Enden. Einmal die Schlaufe, ich hoffe, es sieht man gut, einmal die Schlaufe und einmal mein Draht, der ja an dem Hölzchen hängt. Und dann verdrehe ich das Ganze einfach nur. Und das war schon der ganze Verschluss dieses Serviettenrings. So, Drahtenden kann man hier ein bisschen dran drücken. Ja, jetzt ist es natürlich ein Serviettenring, deswegen biege ich den jetzt noch schön. So, und man hat jetzt hier die Enden auch. Und was man jetzt auch machen kann noch, ist... Floristen auf Reisen mit 1000 Sachen. Erstmal die ganzen anderen Sachen weg, sonst sieht man das nicht so richtig. So, jetzt kann ich hier, ich habe eine Öse gemacht mit dem Aludraht. Und hier kann ich jetzt mit einem Bändchen, ein schönes Zettelchen mit dem Namen von wer da sitzt. Also kann man ja schon mit dem Locher ein schönes Kärtchen machen. Und dann kann man hier die Serviette, angenommen meine Hand wäre jetzt die Serviette, kann man die Serviette reinmachen. Und hat einen wunderschönen Ring aus Natur für diese Serviette. Und passend dazu ist natürlich auf unserer gedeckten Tafel, wäre dann eine Kerze im Glas, in diesem Kranz. Und ich würde sagen, die Gäste können kommen, weil damit ist doch dann die Tafel perfekt. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Das ist jetzt die letzte Sommer-Edition. Zu Hause geht es jetzt dann zu Herbstgrenzen über. Es wird jetzt auch Zeit, weil es geht in den Herbst. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein Sommer- oder Herbstkranz. Kann man auch zu beiden nehmen. Steineiche gibt es beim Floristen, könnt ihr bestellen. Kann man auch selbst wickeln. Olive natürlich auch, beides. Und ja, ich freue mich, von euch Bilder zu sehen mit euren Serviettenringen, mit euren Kränzen. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Wickeln. Bleibt dran, Materialien bekommt ihr bei Floristik24. Mit dem Rabattcode Margit, da gibt es nicht 10% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und ich freue mich auf ganz viele Daumen, Kommentare, Likes, auf ganz viel Leben im Kanal. Und ich hoffe total, dass wir dieses Jahr noch die 10.000 Abonnenten knacken. Und wäre toll, wenn ihr mir dabei helfen würdet. Würde mich super freuen. Also dann, alles Liebe und bis ganz bald. Eure Margit. Tschüss. Thank you.